Hallo, liebe Sportwettenfreunde. Ich zeige euch einmal hier unfassbare Kulissen. Ich bin jetzt hier immer noch in Norwegen und ihr seht hier hinten schon diese unfassbare Landschaft. Und ja, ich möchte dieses Video nutzen, um dir zu gratulieren. Vor allem, dass du dir dieses Video gerade anschaust. Ne? Und ich habe mir gedacht so, okay, es gab jetzt auch viele E-Mails wieder in letzter Zeit, auch von sehr jungen Teilnehmern, die gerade 18 sind, auch über diesen Weg herzlich willkommen in der Sports Betting Academy. Und es freut mich, dass du oder ihr zum Thema des Sportwettens besser werden wollt und was lernen wollt. Und da habe ich gedacht, okay, was kann ich dir mitgeben auf den Weg, damit du besser wirst mit dem Thema des Sportwettens und dass du eben in diesen jungen Jahren hier nicht all dein Geld verlierst, beziehungsweise auch für all jene, die schon etwas älter sind, aber trotzdem gerne wissen wollen, wie man mit Sportwetten besser wird, dann habe ich für euch jetzt einige Punkte mitgebracht, die ihr für euch einbauen und überlegen könnt. Fangen wir mal an mit dem Thema, was ist eigentlich Sportwetten? Ja, dieser Überbegriff Sportwetten verbinden ja viele eigentlich immer mit der Herangehensweise, ich habe eine persönliche Meinung, wie etwas geht, wie ein Spiel ausgeht. Ich rate hier eigentlich drauf los und wenn ich etwas Glück habe, dann wird das schon kommen. Und so interpretieren das eben die meisten das Thema Sportwetten. Das habe ich am Anfang auch gedacht, dass es so geht. Nur die Realität hat dann anders ausgesehen. Weil im Endeffekt, wenn wir jetzt aber auch noch die Substanz des Geldes hier einsetzen, kaufen wir ja eigentlich sogenannte Wettquoten bei den diversen Wettanbietern. Nur, ich habe auch damals, wie ich 18 war, zum Beispiel mir niemals diese Wettquoten, die was ich hier sehe, die habe ich nicht hinterfragt. Ich habe einfach immer nur versucht, meine persönliche Meinung zu schlagen. Also Statistiken mir angeschaut, die Form angeschaut, Zeitungsartikel gelesen, um im Endeffekt dann eine, ich sage mal, eine persönliche Rechtfertigung zu finden, diese Mannschaft jetzt zu wählen und zu tippen. Und so machen das auch 98% oder 99% aller Sportwetter da draußen. Und die Realität zu dem Thema ist halt dann schlussendlich leider Gottes bei den meisten dann jene, dass diese dann mit dem Thema des Sportwettens sehr, sehr viel Geld verlieren, weil im Endeffekt Sportwetten ein rein mathematischer Aspekt ist. Ihr müsst einmal den Gedanken hier zulassen, wie verdient denn ein Wettanbieter sein Geld? Wie macht er das? Geht ein Wettanbieter her und sagt, och, ich habe heute so das Bauchgefühl, ich buche mal XYZ, dass das und das so eintreten wird und aufgrund dessen biete ich dir Quote XYZ an. Leider ist es so nicht der Fall. Ja, das heißt, die Wettanbieter wissen ganz genau, was sie hier machen. Und die wissen auch ganz genau, wie sie eine Wahrscheinlichkeit ermitteln und dann dementsprechend auf diese Wahrscheinlichkeit dann eine sogenannte Marge einkalkulieren. Und das schreckt natürlich jetzt viele schon wieder ab, sich darüber Gedanken machen zu müssen, weil das ist ja kompliziert. Das ist ja sehr viel mit Zahlen verbunden, mit sehr viel Mathematik verbunden. Klingt schon eigentlich so wie diese Horrorvorstellung wie von einem Steuerausgleich, ja? Oder irgendwas mit einem Finanzamt zu tun zu haben. Ja, so könnte man das vergleichen. Das heißt, es schreckt viele einfach schon einmal davon ab, das überhaupt an sich heranzulassen und sagen, ach, ich mache mir jetzt darüber mal Gedanken. Und die Realität ist halt leider Gottes jene, wenn man eben sich darüber keine Gedanken macht und eben man darauf einfach drauf loswettet, du im Endeffekt langfristig gesehen dann beim Buchmacher mehr Geld verlierst als gewinnst. Und deine persönliche Meinung langfristig gesehen eher in den Hintergrund gestellt wird, weil du im Endeffekt ja beim Sportwetten nicht immer deine Meinung
eintreten wird, weil es eben ein reines Wahrscheinlichkeitsspiel ist, das eben so nicht vorhersehbar ist. Und jetzt stellt man sich doch immer die Frage, zum Beispiel ich habe mir damals die Frage gestellt, auch vor vielen Jahren, ja, kann man das denn überhaupt wirklich, ich sage mal, nachweisbar, greifbar, dieses Thema des Sportwettens überhaupt positiv gestalten? Geht das überhaupt? Oder ist es wirklich nur so, dass im Endeffekt der Wettanbieter gewinnt und vielleicht ein paar wenige Glückliche, wo einfach die Varianz, so wie beim Lotto, ja, dann ein paar wenige herausgepickt werden, die dann vielleicht Millionen damit machen und der Rest zahlt nur noch ein. Und ich habe mir so damals auch, war auch eine lange Reise, muss man auch wirklich sagen. Ich habe mir damals lange darüber Gedanken gemacht, geht denn das überhaupt noch anders? Und wenn es anders geht, ja, wie geht es denn anders? Das war so meine Grundfrage damals. Und ich bin halt für mich immer auf das Resultat gekommen. Ich habe damals auch so Statistiken mir angeschaut, versucht dadurch eigene Einschätzungen zu gewinnen. Aber es war eigentlich immer sehr unzufriedenstellend, sagen wir es einmal so. Das heißt, ich habe die ganzen Wettmodelle, was ich damals gehabt habe, haben im Endeffekt eigentlich dann nur mehr Geld gekostet, als es mir unterm Strich mehr Geld gebracht hat. Was ja dann im Endeffekt bedeutet, dass der Buchmacher oder mehrere Buchmacher dann im Endeffekt mein Geld bekommen haben und die aber ihren Job sehr gut gemacht haben. Das war eigentlich so meine Erfahrung ganz am Anfang, viele Jahre am Anfang. Dann bin ich drauf gekommen, für mich, so habe ich das halt dann angefangen, naja, was würde denn passieren, wenn ich diesem Glück quasi die Show stehle? Ja, wie kann man denn dem Glück die Show stehlen? In dem Sinn, dass ich eben auf alle erdenklichen Ausgänge Geld setze. Ja, es gibt ja kein Gesetz, wo drinnen steht, du darfst heute nur auf Sieg Tipp 1 spielen. Ja, dann habe ich mir so damals Gedanken gemacht drüber, okay, wir haben beim Fußball zum Beispiel 1, X und 2. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt auf alle drei Möglichkeiten Geld setze, ja, eine Möglichkeit muss ja kommen. Geht ja gar nicht anders. Das Spiel geht entweder 1 aus, Unentschieden aus oder Siegtipp 2 aus. Eines von diesen drei Möglichkeiten wird kommen. Dann habe ich festgestellt, genau durch diesen Handlungsschritt, durch diesen Gedankengang, dass wenn ich das bei einem Buchmacher alleine mache, ja, ich immer Minus habe. Das heißt, ich setze 100 Euro ein, teile das auf und eines von beiden oder von drei Möglichkeiten, kommt darauf an, was ich jetzt spiele, ob das jetzt 1 zu x ist oder woanders, eine Möglichkeit muss ja kommen, geht ja gar nicht anders. Und dann habe ich halt festgestellt für mich, das war mein erster großer Aha-Effekt, dass ich hier im Endeffekt trotzdem ein Minus habe, obwohl ich hier eine Wette gewinne. Und so lernte ich damals eben für mich kennen, aha, ja, wer bekommt denn jetzt da dieses Geld, das was ich hier verliere? So habe ich für mich die Entdeckung gemacht, dass der Buchmacher einen sogenannten finanziellen Vorteil in seinen Quoten eingerechnet hat. Ich habe es aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstanden, wie er das gemacht hat. Ich habe es nur hingenommen zu diesem Zeitpunkt. So war meine Reise am Anfang. Dann habe ich schon wieder gedacht, so zu diesem Zeitpunkt, boah, das kann man ja nicht schlagen. Das heißt, wenn der Buchmacher hier die Quoten so schlecht gestaltet, aus seiner Sicht natürlich super, aber aus Sicht von einem Spieler halt mega schlecht, dass man halt mit dieser Thematik kein Geld machen kann. Und da bin ich aber dran geblieben, da bin ich drauf gekommen, auch erst durch langes Herumprobieren, dass im Endeffekt ja nicht jeder Buchmacher die gleiche Wettquote zu einer jeweiligen Situation anbietet. Das heißt, es hat hier einen freien Markt gegeben, wo eben jeder Buchmacher hier andere Quoten angeboten hat. Und so bin ich dann hergegangen und habe mir überlegt, okay, was würde denn passieren, wenn ich beim Buchmacher A die höchste Quote für 1 nehme, beim Buchmacher B die höchste Quote fürs Unentschieden nehme und beim Buchmacher C die höchste Quote für die Auswärtsmannschaft nehmen, sodass ich wiederum den Grundsatz habe, ich setze auf alle erdenklichen Ausgänge Geld. Dann hat es einen weiteren Aha-Effekt gegeben, dass es ab
diesem Zeitpunkt auch möglich war, nicht bei jedem Spiel, aber bei gewissen Situationen, dass im Endeffekt das Ergebnis als solches irrelevant wurde, weil ich ja sowieso immer eine Wette gewinne, aber es ist trotzdem mathematisch ausgeht, wenn ich 100 Euro einsetze, dass ich zum Beispiel 103 Euro, 105 Euro zurückbekomme. Und das nennt man dann auch so vom Fachbegriff her eine Schuppet. Und das war für mich mega ein Meilenstein im Zusammenhang mit dem Thema des Sportwettens, wo ich dann für mich entdeckt habe und für mich halt sehr wichtig war, dass es einen nachhaltigen Prozess gibt, unabhängig vom Ausgang, dass man mit dem Thema des Sportwettens Profite machen kann. Damals wusste ich noch gar nichts, was das Thema Wettbörsen und so weiter betrifft. Ja. Damals war es wirklich so, ich habe Buchma A gegen Buchma B gespielt und so weiter, um eben auf alle erdenklichen Ausgänge Geld zu setzen. Und mein nächster Schritt war dann, das Thema zu verstehen und kennenzulernen, was eben auch Wettbörsen sind. Wie funktioniert das? Was gibt es da für Möglichkeiten? Es ist eine unglaublich spannende Reise, wenn man auch versteht, was ein Back und was ein Lay ist. Und erst über diesen Weg, dass ich dann auch hier wieder sehr viel Zeit investiert hatte, lernte ich zum Beispiel die Technik kennen, wo ich beim Buchmarkt zum Beispiel eine Quote hochkaufe, aber dann auf der Wettbörse gegenspiele und billiger dann gegenverkaufe. Ja, das muss man verstehen, aber ich im Endeffekt war halt dann der heilige Gral, wenn man das so beim Sportwetten bezeichnen möchte, nicht mehr meine Meinung oder so, oder dass ich glaube, dass etwas passiert, sondern nur noch der Quotenhandel. Also ich handle mit Wettsituationen. Und das hat alles verändert. Also bei mir hat das komplett verändert. Weil es ab diesem Zeitpunkt, wo ich das angefangen habe, eben nicht mehr das Thema gibt, dass ich jetzt hier Geld verliere, wenn ich es richtig anwende, sondern entweder gewinne ich beim Buchmacher ein Geld oder auf der Börse. Und das hat halt im Endeffekt alles revolutioniert für mich und auch für viele, die was zum Beispiel schon in der Academy sind. Und genau das unterrichte ich heute. Vielen, vielen Menschen zeige ich genau das, wie das geht. Und auch für all jene, die was 18 sind, die sich das anschauen gerade. Ihr solltet euch mit dem Thema zuerst beschäftigen. Nicht einfach drauf loswetten, nur weil ihr etwas glaubt, sondern euch mit dem Thema der Wahrscheinlichkeiten und der Wettquoten intensiv auseinandersetzen. Auch wenn das vielleicht unspektakulär klingen mag, aber es ist im Endeffekt, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn du wirklich mit dem Thema Sportwetten, wir reden immer nur von dem Thema Sportwetten, Erfolg haben möchtest, musst du weggehen von deiner persönlichen Meinung hin zu der angebotenen Wettquote seitens deines Buchmachers, und diese muss man kritisch hinterfragen können. Und wenn jetzt da die Quote vom Buchmacher höher ist als wie von der Wettbörse oder von Pinnacle, dann hast du eine spielbare Wette gefunden, die es lohnt, hier nach einem richtigen Bankroll-Management Geld zu setzen. So, und ihr seht es jetzt da hier, im Hintergrund kommt jetzt da meine Fähre. Das heißt, ich fahre jetzt da hier dann rüber auf die andere Seite von diesem Ufer und schaue mir hier Norwegen weiter an. In diesem Sinne, ich wünsche dir von Herzen maximalen Erfolg, wenn du mit Sportwetten weiter aktiv sein möchtest oder gerade am Start bist, das zu lernen. Und ich weiß, du hast viele, 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 viele Fragen. Wettsteuer, lohnt sich das? Geht das noch? Kombiwetten, bla bla bla. Alles super Fragen. Mein Tipp an dich, komm am Sonntag zu mir in meinen Call. Jeden Sonntag. Von 16.30 Uhr bis 17.45 Uhr. Nimm all deine Fragen mit. Kostet dich keinen Cent, du kannst mich alles fragen, du kriegst auf alles von mir eine Antwort, kostenfrei. Am besten einfach unterhalb vom Video dir einen Zugang bei mir einrichten, in der Sports Betting Academy. Und dann bekommst du für meine E-Mail jeden Sonntag, wo ich dann auch den Link dir schicke. Das ist ein Zoom-Call. Einfach dort vorbeikommen, jede Frage ist willkommen, es gibt keine Frage, die was
schlecht ist, du kannst mich alles fragen, komm vorbei und ich zeige dir, wie das funktioniert. Ich gebe dir die Antworten dazu. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute. Schaut mal, wie viele Autos da schon stehen. Ich bin jetzt dann auf dem Sprung. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald.